Ja, moin moin und herzlich willkommen zu der... Zu, Egal. Das ist der beschissenste Anfang gewesen, den ich jemals gemacht habe, so. Also nochmal von vorne, um mich nochmal zu verhaspeln, ne? Verdammt nochmal. Wo ist denn die CD-ROM bei den Daten? Und mit diesen Worten begrüße ich euch zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Colosseum. Wir haben Marino endlich gefunden. Wie sollen wir denn bitte Krypto-Pokémon machen, wenn wir keine Krypto-Daten haben? Ey, sollte ja auch keiner mehr machen. Was? Seit wann seid ihr denn hier aufgetaucht? Hä? Ihr seid doch die beiden, die damals in Finnack im Bürgermeisterhaus waren. Und die seitdem immer und überall die Pläne des Team Krypto stören, aber meine Pläne werdet ihr nicht vereiteln. Doch werden wir. Schlichtweg werden wir. Turakok und Kamerut. Ja, 61, Kein Kommentar. Natürlich, wir wissen, dass Turakok ist sein Krypto-Pokémon. Leider. Können wir gegen Kamerut momentan noch nichts machen, denn wir werden uns erstmal das Krypto-Pokémon krallen. Mit dem meisten Ball, wie es gehört, damit man überhaupt nichts mehr machen muss. Vor allem jetzt bei Level 30 ist die Chance halt wirklich riesig, das Pokémon zu besiegen. Ja. Das kann die Beldra machen. Feuer-Odem auf Kamerut wird man nicht, wird aber wahrscheinlich nicht viel bringen. So, wir haben uns Turakok geangelt. Ich weiß inzwischen auch, wo Remoraid ist. Ich war sogar eigentlich ganz richtig, als ich im die Queen Hauptquartier war. Blöderweise bin ich nicht in die Höhle reingegangen. Leider. Denn dort, wo die Queen war, damals, in Part 8, 9, 10, irgendwie sowas, 11 oder so um den Dreh, 11, 12 war es, glaube ich. Haben wir gegen die Queen in dieser Höhle gekämpft und da sind die beiden jetzt. So, Knirsch auf Coink. Earthquake. Coink macht's nicht viel aus, ich denke mal, dass Kamerup das doch schwer mitnehmen wird. Jawohl. Kamerup ist down. Warum hat er überhaupt ein Feuer-Pokémon? So, zur Not erreicht gleich Level 60, endlich. Ah, Slimog. Slimog ist super. Ja. Och nö, ich hasse Konfustrahl. Toll, verwirrend. Ja, wunderbar. Ich liebe dich. Komm, hier machen wir nochmal ein Erdbeben. Einfach weil es Spaß macht. Toll, du kannst Hypertränke einsetzen. Ich hasse dich. Wenigstens das macht Tunopto richtig grad. Mit Slimog ist natürlich sehr effektiv. Hier gibt es noch einen Knirscher hinterher. Für Groink. Wieder. Komprimator. Ja, du bist auch so ein Primat. So, hier kommen, machen wir noch mal ein Erdbeben und noch einen Knirscher. Na bitte. Das ist ein gutes Pokémon. Das hört wenigstens auf mich. So, Groink ist tot und Slimog wird es wahrscheinlich auch nicht überleben. Aber die Beldra überlebt es wunderbar. Weil es halt, Schwebe hat. Tunopto erreicht Level 60. Und wir haben uns Turakok gekrallt. Demnach fehlen uns jetzt nicht mehr allzu viele Pokémon. Und er ist weg. So, also demnach fehlen uns jetzt tatsächlich nur noch 5 Krypto-Pokémon. Und wir gehen natürlich wieder nach oben.
wir wollen so schnell wie möglich hier raus. Um uns ein gewisses anderes Pokémon zu krallen. Und zwar endlich mal Remoraid. Ich tausche immer mal gegen Nachtara aus, auch wenn ich mit diesem Duo eigentlich keine gute Erfahrung habe, aber... Muss passen jetzt. Und nachdem ich mir nämlich Remoraid gekrallt habe... Ich muss erstmal gucken, wie viel wir jetzt schon aufgenommen haben. Oh. Sind erst 5 Minuten gewesen nachher, aber ja was. Ich habe ja auch Fotos verschicken, Beidos Orcus. Shiny, wusstest du das schon? Mit dem PDA kann man nicht durch Mails, sondern auch Fotos empfangen. Zur Probe schicke ich dir mal ein Foto mit. Ich hoffe, es kommt auch gut bei dir an. Aha. Tschüss, Knitz. Alles klar. Das ist doch super. So, aber wir verziehen uns mal kurz nach Pyratus. Denn wir wollen uns ja noch das Remoraid krallen. Aha, wieder eine Mail. Krallmaschine? Bad aus Orcus. Hi, ich bin's, Watt aus Orcus. In letzter Zeit hat man oft das Team Krall, der hätte eine große Krallmaschine repariert. Ich weiß nicht, was ich von dem Gerücht halten soll. Was denkst du? Vielleicht sollte der Sache auf den Grund gehen, Shiny. Ich war da doch schon im Krallversteck. Aber jetzt haben wir tatsächlich weitere Krypto-Pokémon freigeschaltet, die wir im Team Krallversteck krallen können. Aber... Ich will natürlich erstmal das Remoraid krallen. Und ich würde sagen, dafür mache ich hier dann wieder einen Schnitt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich dort bin. Ciao, ciao. So, meine Fresse, hat es lange gedauert, weil alle Trainer wollten wieder kämpfen. Dementsprechend sieht mein Pokémon-Team jetzt so aus. 4 auf Level 60 und Nachtara und Psyana auf Level 59. Ja, ich würde sagen... Wir gehen hier einfach mal rein. Denn hier sollten die beiden sein. Ihr schon wieder... Was macht ihr denn hier? Ja. Okay. Ihr kommt genau richtig. Wir waren viel zu lange in dieser engen Zelle eingesperrt. Es ist ziemlich eng da drin. Jetzt brauche ich einen anstehenden Kampf, um wieder in Form zu kommen. Ja, und sie ist diejenige mit dem Remoraid. Und dank ihr werde ich meine Bilanz wieder auf bisherige 100% bringen. Da ist nämlich besagtes Remoraid, aber es ist auch ziemlich fies, weil es ist auf Level 20. Ich meine, das war damals schon scheiße, schwer zu fangen, weil du es einfach richtig extremst einfach besiegt hast. Aber jetzt haben wir jetzt den Meisterball. Und mit dem Meisterball geht alles ganz einfach. Sagen wir machen benutzen. Sagen wir machen tauschen. Sagen wir machen Psychokinese auf Ariados. So, wir krallen Remoraid. Und dadurch, dass wir halt ein recht starkes Team haben, wird es eigentlich ein leichtes sein, die beiden zu besiegen. Hier kommt Hibiskus. Da haben wir den Psychokinesen. Egal, auf jeden Fall ist Ariados down. Und... Ja. Wir haben... Les eigentlich schon besiegt. Kryptobilanz wieder auf 100%. Und jetzt können wir als nächstes wieder ins Krallversteck. Obwohl, wir machen den Kampf hier noch.
Wie dürfte jetzt nur zwei Pokémon haben? Yvytuhide und Yanma sollten ihre einzigen beiden Pokémon sein. Inachtar hat er auch schon fast Level 60. Wird Zeit, auf dem Railberg zu trainieren. Nee, sie hat, oh, sie hat sogar vier Pokémon. Aber dafür sind die alle ein bisschen schwächer. Und Yanma ist down. Wunderbar. Und Tohido wird gleich auch down sein. Aber sie hat noch einen Griffel. Ach, ja. Tohido setzt sogar nur Agilität ein. Aber ich finde, könnte Tohido tatsächlich umbringen. Ja, nee, doch nicht. Nee. Nochmal Finte, da mache ich Psychokinese auf Griffel. Natürlich wird es auf Psyana gehen, na klar. Hat denn auch sonst? Toll, immer ihr mit eurer Agilität. Seit wann kann ein Griffel fliegen? So, okay, Finte und halt nicht Pokémon austauschen, ich will auch Items einsetzen. So, und zwar einen Hypertrank, weil ich es einfach kann. So. Du setzt Erstauner ein. Haha. Tja, Thaddeus. Du setzt Biss ein. Ich habe auch nur Tja, Thaddeus. Dem Psyana steckt das jetzt locker weg, dadurch, dass Psyana halt geheilt ist. Tohido ist tot. Das ist auch super. Oh, sie hat noch als letztes ein V-Senior. Ich würde sagen, nach Tara kümmert sich um V-Senior und wir kümmern uns nochmal im Griffel. Ja, rechte Hand. Okay. Du hast nochmal erst. Ja, super, toll. Danke, schreck wieder zurück. Nein. Oh, es hat funktioniert. Interessant. Griffel ist tot. Griffel ist tot. Nach Tara erreicht Level 60. Und Psyana hängt noch ein bisschen auf Level 59 rum. Wenn man bedenkt, wir haben, glaube ich, Psyana und Nachtara auf Level 25 und 26 bekommen am Anfang des Spiels. Dafür ist ja schon deutlich sichtbar alles. Und wie gut wir die trainiert haben an sich. Wenn man bedenkt, ich glaube, der stärkste Pokémon hier im Spiel ist auf Level 70 tatsächlich. Oder 75, ich weiß es gerade nicht genau. Ich muss mal gucken. So, auf jeden Fall haben wir den Kampf jetzt bestanden. Ja. Ja doch, das stärkste Pokémon ist tatsächlich auf Level 70. Und dementsprechend würde es sich für mich auch nicht lohnen, über Level 70 zu trainieren. Also jetzt habe ich mal gezeigt, wie man so richtig verliert. Ja, das hast du deutlich. Und zwar klar und deutlich. Oh nein, die Queen ist auch verschwunden und kommt nicht wieder. Aber was sollen wir nur tun? Ja, das, was wir jetzt auch tun, und zwar verschwinden. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Habe ich jetzt aufgenommen? 6 Minuten. 6 plus 7, das sind 13. Ja, dann ist 14 Minuten roundabout. Also eine Viertelstunde. Ich muss die beiden Dinger zusammenrechnen. Ach, falsche Treppe. Das ist eine andere Treppe, wo man sich heilen kann. Und zwar die hier ist das.
Ich habe jetzt keinen Bock, gegen den Trainer da vorne auch noch zu kämpfen, also habe ich den einfach mal gekonnt ignoriert. So, unsere Kryptobilanz ist momentan wieder auf 100%. Und ja, dementsprechend fehlen uns jetzt nur noch 4 Pokémon. Finde ich super. Denn 4 sind weniger als 6. Und ja. Die 4 Pokémon sind jetzt, glaube ich, der Reihe nach. Sind das jetzt, glaube ich, Farbigel, Osaring. Und die letzten beiden verrate ich noch nicht. Weil Farbigel und Osaring, das wissen wir ja selber schon. Das haben wir ja schon in den Kryptodaten gelesen. Und die letzten beiden, die verrate ich dann einfach nicht. Wenigstens kann ich jetzt gleich den Fahrstuhl nehmen. Oh Mann. Das ist eine anstrengende Sache hier, hochzulaufen. Diese ganzen Kämpfe. Aber immerhin. Die Pokémon haben jetzt Level 60 knapp. Alle außer Psyana. Hätte ich jetzt persönlich auch nie mitgerechnet, dass Psyana mal das Pokémon ist, was hinterherhängt. Aber egal. So, wo gab's, also genau, die Mail, ich wollte nur wissen, ich wollte gerade wieder nachdenken, irgendwie, oder wissen, wo genau die Mail denn, gesagt hat, geht's weiter. Aber ja, das war im Krallversteck. Und ich würde sagen, wir gehen zum Duellwerk, denn dort stehen ja noch 2 Areale an. Und ich würde sagen, wir kriegen eine Mail. Super. Toll. Krypto-Pokémon, Vatos Orcus. Ich bin's, Vatos Orcus. Es gibt weitere Infos von Team Krall. Es gibt Gerüchte, dass im Versteck des Team Krall ein seltsames Farbigel und ein Osaring stecken sollen. Das solltest du auf jeden Fall mal einmal untersuchen, ja. Da wird gesagt, dass dort die beiden Pokémon sind. In Pokémon XD wird es in der Afterstream nur ein einziges Krypto-Pokémon zu fangen geben. Wenn man sich in der Story tatsächlich alle fängt. Und ja. So ist das da halt. Und ja, wir fangen, glaube ich, jetzt würde ich sagen mal an hier. Oder? Nee. Ich mach mal einen kürzeren Part. Schon genug jetzt gewesen gerade. Wenn, dann will ich einen Part alleine für den Duellberg haben. Oder 2 Parts oder 3. Mit dem ich dann auch noch mit Leuten labern kann und so. Das wäre dann vielleicht ganz praktisch. Ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Kolosseum. Haut raus. Ciao, ciao.